Ahoi Leute, willkommen zum nächsten Part vom TideQuest Multiplayer Play mit Fischi, den Dojos und mir, wie immer halt. Ahoi. Und ja, wir waren das letzte Mal in Themen und haben hier ein bisschen was geklatscht und jetzt klatschen wir es wieder. Genau. Was Und bist du mit dann. dem Level? Buh. Okay. Und du? Nein. Einfach ein Heldenmonster? Heldmonster? Was? Für ein Heldenmonster? Okay, Heldbots sind also Ich so gut geworden, dass wir sie nicht mehr bemerken. bin zwischen den beiden Angriffen. Okay, tschüss, Heldenmonster, gar nicht gesehen, okay, aber. Warum ist eine Höhle auf jeden Fall? Die habe ich gesehen, besser. Okay. Was? Eine Sturmwelle rein und der Gegner stirbt. Ich hab grad Und mein Schlucker. Messer dazu. Nicht Ja. zu vergessen. Ja, Randschaden, Bitch. weh. Kalt. Aber wieder unten schon? Nein, da gehen wir jetzt auch erstmal hin. Mir ist nämlich gerade aufgefallen, dass man da hin muss, bevor man hier oben hingeht. Weil hier oben geht's weiter. Welcher? Ja, da unten haben wir nämlich alles schon erkundet. Weil hier ist wieder ein anderes Gebiet als da oben. Ja, die Skorpionmenschen. Ich hasse es, wenn du einmal alle Feinde da rausziehst. Ja, wie gesagt, du musst die Schockwelle auf mich machen und nicht auf die Feinde. Das Problem ist nur, ich brauche immer so 3 Sekunden, bis die Schockwelle überhaupt passiert. Oder mal mehr, mal weniger, sag ich mal. Das ist irgendwie ganz komisch bei Schockwelle. Manchmal mache ich die richtig schnell und manchmal mache ich die, als ob ich vereist wäre. Hast du gerade 1 Million mal geklickt? Ich habe jeden Klick davon Ich gehört. klicke immer noch die ganze Ich Zeit. glaube, hier geht's weiter. Ja, okay. Jedes Mal, wenn du sagst, nee, hier geht's weiter, geht's dann nicht weiter. Ja, weil da oben andere Namen auf einmal kamen. Ich will Salzstangen dabei. Nein, keine verdammten Salzstangen. Und vor allen Dingen nie wieder aus der verdammten Tüte. Knirsch. Ja, ich habe jetzt Salzstangenverbot von Freddy gekriegt, weil das viel zu laut ist. Er hat aber recht. Hat er aber recht, Patrick. Es ist wirklich ein bisschen anstrengend. Ich weiß. Und ich sage, es ist komplett nervig und ich würde dich dafür am liebsten erschießen. Ich finde es ja selbst nervig. Ich finde es selbst nervig, ich mach's einfach. Ich habe Hunger. Du könntest vor. Nach. Du kannst den ganzen Tag essen. Du Nein, bist kann ich nicht. Ich Gärtner. arbeite. Arbeit, du hast doch. Nee, heute war frei, stimmt. Ja, du hast heute frei gehabt, du Wichser. Ja, das heißt, du musst arbeiten. Ja. Und ich habe einfach geschlafen bis irgendwie 10. Ja. Ich muss da arbeiten. Das nachdem ich gestern sonst wann irgendwie erst pennen gegangen bin. Nachdem du nicht mit uns zocken wolltest. Wann wollte ich nicht mit euch zocken? Gestern. TTT oder MMM? Ich weiß nicht, ich wollte mich gestern was zocken, aber. Ach, das war irgendwie vorher, oder? Das Ach war nee, ja du wolltest ja anders schon so vorher. off. Du wolltest ja schon off gehen vorher. Ich kann hier durchgehen, YOLO. Dann geht's da weiter. Nein, hier ist nichts. Hier ist absolut nichts. Ich glaube, eigentlich sollte man doch gar nicht hin, oder? Hier kommt man übrigens nicht raus. Aber da liegt ein totes Ding, das heißt, hier muss es weitergehen. Gehen wir in die Höhle rein und schlachten einfach mal alles, was wir da finden. Ja, warte kurz. Machst du kurz Hallo, Portal? das. Man kommt übrigens da durch. Ich bin nicht durchgekommen, das weißt du genau. Das kam mir gerade so vor wie so ein Sacred Special Weg da, also, weißt du so. Das ist so ein Andenken. Jetzt mal den Hohenpriester. Ja, geh schon hin. Mach du die Fallen ja, kaputt. Riese. Das sind 2 Fallen jetzt gewesen. Ja. Und eine habe ich direkt kaputt geklopft, denn die andere war außer Reichweite. Die Katzen machen mir übertrieben viel Schaden übrigens. Ja, ich habe auch alle gerade auf mir. Bis auf die einen da oben. Ja, und die wollte ich pullen. Da ist ein Priester. Warum kriege ich immer das Aggro von den Katzen? Weil du von einer Katze Aggro hast und ich von 3 Priestern. Von 4 Priestern. Hatte gerade. Das sind keine Priester. Das sind Das sind Muschis. Alles irgendwelche Zauberer. Ich hasse Zauberer. Das sind Muschis. Das erlebt ja noch im Diesen Geist. Zauber kannst du noch nicht anwenden. Oh, schwierig. Was du da eigentlich schon wieder? Kämpfen. So, hier noch? Nee, was? Ja, hier kommen wir wieder zurück.
Tschüss! Los, friss mal, was auch immer das ist, also das ist das hier. Mach auch nicht so viel Schaden gegen mich. Ist das der Kur? Ja, das dürfte der korrupte Priester sein. Bitte eigentlich, ich mach voll viel Schaden gegen die. Ich auch. Die werden richtig zerstückelt von meiner Falle sogar. Wenn sie jetzt meine Bolzfalle Schaden macht, dann wissen wir, dass das Scheißgegner sind. Naja, kommt drauf an, wenn eine Bolzenfalle macht gegen Tiergegner, glaube ich, kaum Schaden. Ja, geht gar nichts Schaden. Auch gegen die ging's. Und gegen die machst du kaum Schaden. Ich habe gegen die genug Schaden gemacht. Ich habe Hunger. Nebenaufgabe aktualisiert, der korrupte Priester. Ja, ich denke mal, dann müssen wir es halt wieder zurück abgeben und dann war's das. Oh, eine fündliche Truhe. Ich habe das Grün aufgesammelt instant. Ich habe auch das Grün aufgesammelt. Ja? Pilum des Dings habe ich aufgesammelt. Du hast das andere. Da waren zwei Grüne, oder? Ich hätte nur eins gesehen. Moment. Ich hab Pilum des Verzehrens habe ich. Totemstab des Donners. Ja, Pilum des Verzehrens ist ein Speer. Lebensanzug, Lebenskraftschaden. Sieht ganz nice aus. Wie viel? Schaden insgesamt? 36 bis 51. Also Widmenmach ist besser, weil Widmenmach einfach Legendary ist. Geh mal kurz her. Wieso? Mir den mal angucken. Weil er schon für den Speer recht viel Schaden macht. Ach du Scheiße. Und der macht halt Lebenskraftschaden. Der macht aber nach Leben und Stärke plus. Welcher? Meiner. So, der wird den machen. Du meinst meiner? Da kann ich dann den Dings wieder haben, ich will den verkaufen. Sehe ich gar nicht ein. Assi? Wir brauchen einen sehe ich nicht einen Raum. Den brauchen wir unbedingt, weil der so toll ist. Wow. Such sehe ich nicht einen Raum. Please more, many like. No stop. Ich guck kurz, wie viel Zeit wir noch haben. Ich denke mal 15 Minuten. Ne, das waren schon ein bisschen mehr als 5, oder? Oh, 13. Ja, hast du recht, so ziemlich genau 13 Minuten haben wir noch. Ich bin gut. Ja, als Gärtner muss man halt abschätzen. Wie lange kann ich so tun, als würde ich arbeiten? Wie lange muss ich wirklich arbeiten? Das lernt man da. Naja. Nachdem wir heute auf dem Friedhof ein Grab gemacht haben. Da können sich die Kunden nicht beschweren. Warum? Ich habe eine falsche Auffassung vom Beruf Gärtner. Wieso? Na, ich denke eigentlich nicht, dass so Gärtner Gräber bauen. Ich denke eher so die. Wir haben die bepflanzt. Achso. Ich dachte, die haben keinen eingegraben, keine Angst. Ich dachte, die haben jetzt ausgehoben. Nein, wir sind keine Friedhofsgärtner. Als Friedhofsgärtner müssten wir so ausheben. Und den Friedhof machen. Da ist die nächste Stadt. Nee, ein Brunnen und ein Schrein. Ich kann es wieder zweimal, chillig. Gold, 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 Gold! Kein Gold für dich. Ich hab goldene Gegenstände bekommen, das reicht mir. Ah, kein Gold für dich, nee, nee. Kein Gold. Oh nein, nein, kein Gold. Das ist der gleiche Tod im Start nochmal, den ich schon hab. Du klaust mir einfach jeden grünen Gegenstand, Assi. Du kannst gerne einen haben. Ich hab genug Geld. Vor allen Dingen, ich will mal einen grünen Stab wieder haben. Ne, kriegst du nicht. Oh, scheiße. Das war ein grüner kein Speer. Geld. Ja, das ist dasselbe. Stabspeer. Du kannst den Stab gerne haben. Okay, den nehme ich gerne. Hab ich ja schon einen. Warte. Ist es wirklich der gleiche? Okay, willst du den mit Feuer oder mit Blitz schaden? Blitz. Müsste es stärken. Der hat 48 Schaden, das ist schon ganz schön gut für Machen Leo. Die mit Intelligenz nicht mehr Schaden? War es nicht wieso? Ich hab keine Ahnung, ey. Ich hab nie einen Zauberer gespielt, weil ich die Zauberer immer so dachte, jo, die sind schlecht. Ja, Zauberer sind halt in den meisten Spielen einfach so. Dann denkst du, die bringen halt gar nichts, aber wenn man den Zauberer dann mal ein bisschen hochgelevelt hat und der auch ein bisschen was kann, dann sind die echt richtig stark. Ich weiß, danke. Du blinkst sogar, wenn du gelevelt bist. Na, normal. Wenn du die Punkte noch nicht verteilt hast. Was mache ich denn mal? Denkschärf könnte ich mal höher machen. Oh, hier sind Questgegner. Nee, Gegner, die haben schärfende Klingen. Ich mache jetzt einfach zwei auf meine Falle, damit die ein bisschen Schaden machen. Mach mal, hab ich auch bei meinen Schockwellen bei meinen Wölfen gemacht. Ja, und einen habe ich noch in meinen Dings da. Questgegner sind hier. Manche Gegner leuchten auch nur, weil sie zu einer Gruppe gehören. Und der hat dann irgendwie so einen Skill hat. Ja genau, der hat nämlich ein Skill. Der hatte irgendwie
Ansturm oder sowas drauf. Nicht Ansturm, hier dieses, was du mit Berserker hast. Was deine ganze Truppe stärkt. Hast du gerade Blitzpulver gemacht? Nö. Hat überall geblitzt auf einmal. Ja, sind die wieder richtig schlecht geworden plötzlich? Also noch schlechter als vorher? Halt. Nein, ja. Also jetzt habe ich die beide one-hitted. Ich. Freddy, die sind 7 Level unter dir. 6. 8. Ach du Scheiße. Ja, die sind richtig stark. Da kommen immer noch die Gegner. Ein paar sind hier ein bisschen höher, ein paar nicht. Die Dünenräuber sind halt. Sind halt Räuber, ne? Du sind halt so fast Energie. So gut schon. Heldenboss. Wow, such hell. Und der ist orange, Alter. Das ist eigentlich ganz gut. Orange sind alle Heldenmonster. Nein. Doch. Okay, manche sind auch lila. Ich weiß nicht genau, welche stärker sind. Beide sind scheiße. Ja. Außer es sind Skorpione. Weil Skorpione einfach Master Race sind. Ich meine, ich komme so an. Tot, 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 tot. Da unten sieht es aus, als müssen wir da einfach mal hin, oder? Ja. Ich gehe gerade nach oben weiter. Ich gehe gerade nach unten weiter. Weil ich laufe immer gerne an die Wänden entlang, damit ich weiß, wo das Ende ist. Ich glaube, da sind wir Skorpione. Tschüss. Denk mal, ja. Da konnten wir erst oben. Ich denke nicht, dass es hier weitergeht. Es geht hier wahrscheinlich weiter. Da oben ist ein Händler. Oh, wir treffen uns gleich wieder. Hi. Hi. Lang nicht mehr gesehen. OMG. Oh, ich finde diese Sandspuks richtig super. Ja, vor allem, weil die so richtig schlecht sind, Alter. Weil wenn man einfach deren Energie downburnt und sie einfach nichts mehr machen können. Hier, sie sind vorher tot, bevor ich die Energie downburne. Ja. Wow, nichts kommt raus. Freddy, sag mal jetzt ein bisschen wieder Bescheid, wenn du einen Heal brauchst. Ich muss mich wieder daran gewöhnen, dass ich dich heile. Weil du so viel ohne Aufnahme gespielt hast? Ja, total. Wo du nein, ich welchen? Darf nicht ohne Aufnahme spielen. Yep, da ist die nächste Stadt. Alter, ernsthaft? Das ist schon die... Ich hab das irgendwie ein bisschen länger erwartet noch. Ägypten ist das kleinste... Das ist immer das kleinste. Das ist scheiße an Ägypten. Ägypten ist... Das lieblos gestaltet ist das auch. Ja, lieblos gestaltet finde ich das nicht. Es ist kurz, aber es ist trotzdem noch... Ich meine, vor allen Dingen in der ersten Stadt da, wo die Leute so richtig behindert gelaufen sind. Ich meine, dafür liebe lustig. Ich Ägypten schon. Das war lustig, ja. Aber ernsthaft, Ägypten ist so... Tschüss. Es ist Sand. Oh, ich bin Ägypten. Oh, ich bin raus. Es ist Sand einfach. Mit den gleichen Felsentexturen und den gleichen... Griechenland ist auch nicht viel anders in dem Fall. Freddy, komm her. Na, die Städte sind schöner designt, finde ich in Griechenland. Deutlich. Ja. Deutlich lieber. In Griechenland gibt es auch irgendwie nur zwei Städte. Es gibt Helos. Ja. Da ist doch so gut wie keine richtige Stadt. Das sind so kleine Dörfer. Und da gibt es Athen. Delphi. Und Delphi. Sparta ist ein Kriegslager. Griechenland ist halt eher so auf Effektivität. Ich finde es dafür, dass es wenig ist, schön designt. Und es sind immer noch. Ich finde jetzt das hier auch nicht hässlich. Ich meine, mir gefällt diese Oasenteile da, so, das ist alles schön gemacht, finde ich. Ich finde dafür ist es einfach viel zu kurz. Storytechnisch ist auf jeden Fall das Schlechteste. Wir achten wir nicht auf die Story im Multiplayer. Ja. Sondern einfach nur auf verprügeln. Der auch so gut geführt wird. Ja. Noch keinen Part verpasst. Heute wollte ich TTT-Part 3 hochladen. Hier geht's weiter. Ja, dann lass du erstmal nach oben gehen, weil es da nicht weitergeht. Ich dachte, oben geht's insgesamt weiter, aber hier sind auch Fackeln. Ja, unten oben waren keine Fackeln. Da waren Lager noch von den Dünenräubern. Okay. Ich finde, da geht man erstmal hin. Ich hab Hunger. Bist du behindert? Du isst die ganze Zeit Stangen. Die ganze Zeit. Ich habe mir eben die Packung aufgerissen, als du rumgemeckert hast. Weißt du, wie laut das war? Ja. Ich weiß, wie unangenehm das ist. Ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen, Alter. Doch zwei Brot und Nutella. Das siehst du, reicht doch. Und irgendwie ein Hotdog und eine Apfeltasche. Noch eine Apfeltasche und noch ein Hotdog. Ich wollte ganz gerne noch eine Apfeltasche und noch einen Hotdog, aber dann dachte ich mir so, ist zu teuer. Dann ist der neue PC nicht mehr drin. Genau. Ah, nach dem Wochenende wird er drin sein. Natürlich. Und dann werden auch endlich mal bessere Spiele folgen als jetzt, beziehungsweise flüssiger. Ja, flüssiger. Nicht besser. Ich meine, Titan Quest werden wir so... Den Heal wäre übrigens super, merke ich gerade. Oh. Oh, ja.
Ich liebe es, wenn du vorbeiläufst. Einfach so. Nein, hier wäre super. Zack, weg. Zack, weg. Teil der, daran. Ich glaube, bis zum Teil. Ich glaube, Ägypten habe ich sogar noch fast durchgespielt. Ich glaube, ich bin beim zweiten Tekken immer gestorben und ich keine Lust mehr. Ja, der zweite Tekken ist schon ein bisschen stärker. Jeder Gegner in Ägypten ist irgendwie so, ja, machst du mal eben kurz weg. Und dann kommt der Tekken. Die Skorpione nicht, die waren wirklich hart. Und am Anfang noch die Alligatoren. Ja, aber inzwischen, ich meine, wir gehen hier durch. Und das war's. Ja, ich meine, wir sind noch ein bisschen overlevelt, würde ich sagen. Bisschen. Hier ist der Händler. Können wir gleich wieder Kappes verkaufen. Brunnen aktivieren. Bitte? Oh, ist das ein Fettsack, Alter. Danke. Wie viel hat dein Speer gebracht? Nein, dein Dingens? Keine Ahnung, ich guck nicht auf den Wert. Ich verkaufe einfach nur. Ich guck manchmal nach, wie gut sie sind. Ich hatte gerade wieder eine Keule. 12 Stärke sind wahrscheinlich weniger als 10 und 17. Ja, aber das ist keine richtige Stadt, oder? Ich hab keinen Plan. Also es sieht nicht so aus. Es sieht aus wie Tal der Könige. Wahrscheinlich einfach nur ein bisschen denken. Okay, der Speer ist nicht so geil. Ah, ich hab ja noch. Ich vergesse immer diese Stärkepunkte oder sowas zu skillen. Energieskill ist auch mal ein rein. Ja, ich vergesse das immer. Weil ich verbrauche schon ein bisschen Energie in einem Bosskampf oder so. Ja, okay, Tal der Könige haben wir. Und hier in Ägypten haben wir auch, Griechenland haben wir auch schon. Alle. Das heißt, wir sind jetzt demnächst fertig und ich gucke mal jetzt auf den Part, weil wir hatten gerade noch 5 Minuten, davon haben wir bestimmt diese 2 schon wieder vertrödelt. Ja, also wir haben jetzt noch 3,5 Minuten. Gut, dann lass ich hier noch ein bisschen erkunden und dann. Da oben ist eine Höhle, ich glaube, da müssen wir vielleicht hin. Vor den nächsten Gegnern drehen wir einfach rum. So, wir töten sie einfach. Vor den nächsten Gegnern. Gegnern? Gegnern. Gegnern? Da ist eine Hülle, Gegnern. Oh, ich hab noch mehr gepult. Ja, mit deinem Bruchmesser. Ja, das ist doch schön. So. Alter, hier sind überall Höhlen. Ist das normal? Keine Ahnung. Sind das vielleicht so Pharaonengräber, weil Tal der Könige? Kann ich mir vorstellen. Ich glaub, was? Boah. Oh mein. Ich hab mich auch gerade ziemlich erschrocken. Ja, oh, wie schwach. Ich schon. Und sowas verliert Götterblut. Das ist eher das Götterpisse. Es ist steril, einmal. Göttlich und du magst den Geschmack? Okay, und die machen wir im nächsten Part, würde ich sagen. Den. Yep. Dann lohnt sich das auch mehr. Hä? Warum Polze suchen? Warum nicht? Ich mag das. Gut, dann beenden wir den Part ein bisschen vorzeitig, wenn wir gleich wieder in der Stadt sind. Oh, wir sind wieder in der Stadt. Gut. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Ciao.